Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Ja, mach mal den hier schnell. Edmund, und zwar sind wir gerade unterwegs in ja, einer sehr starken Ebene und wir haben tatsächlich gerade mal Probleme mit dem Kämpfen. Das ist schon interessant tatsächlich. So, was haben wir denn hier so? Die kann schon wieder Boost. Gut, dass wir das hochgelevelt haben. Und Feuer. Feuer ist immer gut. Einfach alles abdecken. Jetzt bin ich mal gespannt, ob gleich ein zweiter Gegner hier erscheint, weil ich halte es zumindest für möglich. Komm, jetzt geh mal so drauf. Haben wir gleich. Aber vielleicht, wenn wir die jetzt nicht alle machen würden, wäre der Endkampf jetzt mal ein bisschen spannender und vielleicht würden wir sterben. Wäre das nicht toll, wenn wir sterben würden? Ich glaube, ich bin die einzige Person, die sagt, ja, sterben ist toll. Jetzt das Ding hier oben noch. Okay, das kommt aber alles eh nicht her. Komm, wir gehen zum Großen, was soll's? Was soll der Geiz, Leute? Ah, hier muss ich runter. Versuche eigentlich nur in die Mitte zu kommen, aber irgendwie. Okay, machen wir das? Ja, wir machen das! Wuhu! Okay, den habe ich auch irgendwie anders in Erinnerung. Okay, wir machen als erstes mal, glaube ich, Verteidigung hoch. Das ist nicht schlecht. Dann greifen wir mal an. Du machst hier näher. Vielleicht kann man lähmen oder so. Und machst, ich glaube, der mochte Blitz nicht. Okay, er ist schneller. Okay, 5 Schaden machst du ihn. Glückwunsch. Oh, Verteidigung hoch. Das ist nicht. Da macht es, glaube ich, nichts verkehrt, wenn es erstmal die Partei. Okay, wir machen einiges an Schaden. Wir können nur 200, dann ist das auf jeden Fall nochmal Mut, dass da auch läuft. Feuer. Ja, der macht mir ganze 22 Schaden irgendwie. Glaube ich nicht, dass es das so hart wird. Okay, ja, Feuer bringt jetzt auch nicht so viel. Ja, komm, greif mit an. Das Ding ist eh schon halb down. Machen wir jetzt hier noch Eis drauf, um zu merken, der ist auch nicht empfindlich gegen Eis wahrscheinlich. Und dann war es das vermutlich. Ja, gegen Eis war er dann doch ein bisschen empfindlich, ja. Aber hey! Boop, boop! Wir haben es geschafft, Leute! Okay, die Gegner bleiben immer noch da. Cool. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, sie sind safe weg, wenn ich. Hä, ist sie jetzt wieder da in der Mitte? Weil da irgendwie. Die Jäger, die sind unangenehm. Aber es passt schon. Ich bin richtig verwirrt. Jetzt ist er wieder da, oder was? Ich hab den doch gerade besiegt, dann habe ich gewundert, wie leicht er ist. Natürlich nicht leichter als irgendein anderer Gegner, aber trotzdem. Irgendwie glaube ich, wir haben ein Riesenproblem. Weil es kam jetzt auch keine Ansage. Oh, ihr habt das Waldviech da besiegt. Willst du jetzt abhauen von mir? Warte mal, rennst du jetzt nach da unten rum? Ich besiege das gerne nochmal. Es gab voll viel Points. Also wenn ich es nochmal besiegen kann, dann mache ich das. Da habe ich absolut nichts dagegen. So. Es verwirrt mich. Es ist gerade richtig verwirrend für mich. Okay. Manche Dinge verwirren mich halt im Leben. Zum Beispiel diese Endgegner. Aber dann können wir hier die Map ein bisschen erkunden. Das ist auch nichts Schlechtes. Vielleicht alles andere auch noch zerstören. Gibt ja Points und Materialien. So. Das ist übrigens so ein, es ist alles gespiegelt hier. Das heißt, so wie das unten rechts sieht, auch der Rest aus. Was man jetzt, glaube ich, auch schon erkennt an oben links.
Okay, ich glaube, ich bin fast reingerannt, aber das hat sich weggeportet. Mir hat sich das weggeportet. Ja. Da komme ich nicht durch. Müssen wir hier ein Schildchen hinmachen. Ich muss einfach jeden Gegner hier besiegen. Oh, eine Schreckella. Ganz schlimme Gegner, ich sag's ja. Es portet sich immer weg. Ich weiß nicht, was mit diesen Waldvogler nicht stimmt. Aber ich meine, wir haben ihn besiegt. Also wenn er jetzt da immer noch durch die Gegend irrt, ist das ja irgendwie nicht mein Problem. Ich will von den Dingen da unten eigentlich verfolgt werden, dass ich dagegen mal antrete. Ja, komm, dann vervollständigen wir ein bisschen die Map. Ist ja auch eine wichtige Sache. So, da unten rechts können wir auch noch vervollständigen. Dass wir dann sagen können, ja, wir haben auch die 20. Ebene wunderschön kartografiert. Wo war das? Es gab noch so ein Spiel, wo man immer so Karten zeichnen musste, aber da gab es eigentlich schon die Karten, da musste man so special Sachen eintragen. Ah, das war Tingle's Ruby World. Kennt wahrscheinlich auch kein Schwein. Tingle kennt ja vielleicht der eine oder andere Zelda-Spieler. Von denen gibt es ein eigenes Spiel und der stirbt halt, wenn er keine Rubine mehr hat. Und dann gibt es immer so Leibwächter, die kann man so mitnehmen. Muss man dann immer healen und so. Und dann gibt es da immer. Dann gibt es so einen Geldturm, den man immer bezahlen muss. Und wenn der halt weg ist, dann hast du halt ein Problem, weil du dann nicht mehr in die Gebiete kommst. Und es geht halt darum, wenn du kein Geld mehr hast, bist du halt tot. Cooles Spielprinzip auf jeden Fall. Weiß nicht, ob man das mal hinkriegen, dass man das spielen ist halt DS. Hier ist es halt immer so eine Frage. Aber ja, so ist mir gerade nur eingefallen, wenn man da auch Karten zeichnen muss. Kriegt man da mal Geld und dann kann man die Karte verkaufen. Freut man sich, dass man voll viel Geld für die Karte kriegt, dann muss man sich die halt neu kaufen. Ansonsten rennt man da ohne Karte rum und ohne Karte bist du halt verloren. Das ist halt dann auch immer so, Also jeder in dem Spiel ist halt einfach Geld geil. Kommt jetzt wieder das Ding da auf uns zu? Ja! Ja, ich hab's geschafft! Ja! Komm! Drauf da mit Boost! Volle Kanne hier drauf, ganz ehrlich. Wenn die so blöd sind und mir zweimal den Endgegner dahin stellen, dann mach ich den noch zweimal fertig. So, Eis haben wir gesagt, das hilft. So, jetzt greifen wir einfach so an. Auf geht's. Ja, kriegen wir nochmal 48.000 EP. Eine Goldfeder. Cool. Schauen wir mal, ob es da in der Mitte gleich wieder respawnt. Weil nicht viele können sagen, ich habe den Endgegner kurze Zeit nacheinander zweimal besiegt. Eine Tür. Ich mag Türen. Hier kann man sammeln. Was haben wir da drin? Ein bisschen TP-Heilung. Braucht keiner. Sammeln. Oh, ich kann nicht mehr tragen. Schön. Genau jetzt. Aber okay, wir kommen da eh dann hin, weil wir dann von unten aus leichter dahin kommen. Ja, komm, dann machen wir noch hier die Schreckeller. Erhitztes Feld kann weg. Jetzt ist wieder Mr. Vogel da, oder was? Jetzt mache ich den dreimal. Ich laufe das nochmal kurz ab und dann machen wir ihn. Wenn es euch aufgefallen ist, auf dieser Ebene gibt es keine anderen Gegner. Hier gibt es nur die Foes. Ob das ein Zeichen ist? Worauf wir uns denn einlassen? Wir werden es halt gleich erfahren. In Kürze werden wir es erfahren. Also ganz ehrlich, die Story, die hat gleich einen ganz heftigen Plot-Twist.
Nur so als kleiner, nicht spoilerhafter Spoiler. Ich glaube, der ein oder andere kann sich's bereits denken, was passiert. Aber für alle anderen sagen wir mal nichts. Ah ja. Präventiver Angriff. Komm, wir gehen da so drauf. Passiert uns ja eh nichts. Also ganz ehrlich, diese komischen Steingolems da, die waren schlimmer als der Typi. Ja. So mit drei Stahlklauen. Das Leuchten des goldenen Vogels verblasst, als er auf dem Boden zusammenbricht. Endlich habt ihr den Wächtervogel des Waldvolks besiegt. Als ihr nach dem anstrengenden Kampf zu Atem kommt, erscheint das blasse Waldmädchen. Wie konnte Iwaoropopenelep nur vom Menschen besiegt werden? Das blasse Waldmädchen flüstert fast, als wenn es euch böse anstatt. Sein Streiter wurde besiegt und sein Waldwächtervogel getötet. Nun sind die Mädchen die Hände gebunden. Das Waldmädchen fährt fort, während es euch weiter ansieht. Alles ist weg. Ich kann sonst nichts mehr tun. Geht ruhig, wenn ihr es wünscht. Die Treppen zum nächsten Streiter bis in einen kleinen Raum nördlich von hier. Nehmt den verborgenen Pfad hinter der Mauer aus Bäumen, um ihn zu erreichen. Das Waldmännchen senkt den Kopf und verlässt euch nach diesen Worten zum Abschied. Lebt wohl, Menschen. Nichts steht euch mehr im Wege. Weder meine Brüder noch ich. Innerhalb weniger Augenblicke ist das blasse Mädchen mit dem Hintergrund verschwunden. Ihr habt den Auftrag gerade erfüllt. Jetzt könnt ihr entweder nach dem eben erwähnten Raum suchen oder nicht da zurückkehren. Ich suche nach dem Raum. Dann haben wir, glaube ich, gleich einen Port. Ja. Jetzt ist es eigentlich tatsächlich schon mit der Story schon dahin. Also viel erwartet uns jetzt nicht mehr. Kann ich, glaube ich, schon mal sagen. Wir kommen jetzt ja gleich in ein Stratum, mit dem eh keiner rechnet, wie es aussieht. Dann gibt es nochmal eins, aber wenn es ums andere geht, da ist eigentlich auch schon. Das war's dann schon eigentlich. Ich spiele mal heute das komplette Spiel tatsächlich durch. Weil, um ehrlich zu sein, es ist nichts mehr. Okay, da ist der Weg nach unten. Den markieren wir uns dann gleich. Wir machen es noch kurz hier komplett, einfach, dass wir es komplett haben. Weil ich so ein ordentlicher Mensch bin seit neuestem. Ja. So. Da kann man sammeln. Und hier ist ein Abgang, der sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Schaut mal das an. Er steht für ein Loch, das ins nächste Stratum führt. Jenseits dieses Punktes erwartet euch mit diesem Stratum das Herz des Labyrinths. Aber vorher müsst ihr in der Ratehalle von eurem Sieg über das Waldvolk berichten. Sucht auf der Karte nach dem schnellsten Weg in die Stadt. Ich hüpf da runter. Nein. Ich will den ganzen Weg hierher nicht nochmal laufen. Bericht erstatten, wir haben das Waldvolk vernichtet. Das ist so traurig. Anscheinend wart ihr bei der Auslöschung des Waldvolks gründlich. Gute Arbeit. Ohne diese Stirnfriede werden die anderen Gilden leichter vorankommen. Bald werdet ihr das fünfte Stratum in Angriff nehmen, das nie zuvor erreicht wurde. Die Geheimnisse des Labyrinths sind zum Greifen nah. Die Ratehalle erwartet Großes von euch. Ich habe eine kleine Belohnung für eure ausgezeichneten Dienste vorbereitet. Nur zu, ihr habt sie euch verdient. 15.000, okay, das ist auch nicht mehr viel. Übrigens, seid ihr zufällig dem Oberhaupt im Labyrinth begegnet? Das Oberhaupt ist nämlich verschwunden. Einer Schreibkraft zufolge murmelte er zuletzt etwas über die Tiefen des Waldes. Vielleicht wollt ihr die Geheimnisse des Labyrinths selbst sehen. Aber seine Abwesenheit macht die Leute unruhig. Ihr beginnt bald mit eurer Erkundung des unteren Stratums, richtig? Falls ihr dort das Oberhaupt findet, sagt ihr mir, er bitte, er möge bald zu uns zurückkehren. Hoffentlich geht es ihm gut. Ja, Mission gibt es keine. Dann können wir von unseren Erkundungen berichten. Waren jetzt nur drei Gegner. Ja, ein paar Sachen habe ich gekriegt. Dann schauen wir mal in die Kneipe. Der Diamant. Kulinan. Gut. Dann verscherbel ich mal kurz alles, was ich gefunden habe, weil das brauchen wir alles nicht. Okay. So.
Degen und oh Gott, haben wir viele Sachen gekriegt. Okay. Kaufen. Okay. Du kriegst ein Degen. Du kriegst das Labiris. Du kriegst ein Degen. Und ihr zwei kriegt nichts. So, Rüstung. Durch. 93. Gehört dir. So, du kriegst das natürlich auch. Natürlich kriegst du die Rüstung. Und du kriegst die auch. Okay, nur ein Waldläufer könnte es haben, aber wir haben keinen. Wir haben schon einen Waldläufer, aber der ist. Der chillt im Gasthaus. Gut. Dann speichern wir. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Adrenaline. Bis dahin, bye.